Hi Freunde und willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt, der 28. Part. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir setzen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir da in Novigrad die ganzen Leute beim Kartenspielen abgezogen. Jetzt ist hier noch eine Person offen, wo wir dann bestimmt Hinweise kriegen auf weitere Karten. Und jetzt soll mein Mitglied der Scoia'tael abziehen. Das machen wir doch mit Freuden. Er ist es nicht, aber er wird es sein. Du bist es. Ich werde dich niemals vergessen. Abermals, vielen Dank. Ja, wir haben ihm geholfen. Der hat bestimmt Ich noch ein paar würde gerne Karten sehen, zu was du zu kaufen. verkaufen hast. Nee, hat er nicht. Aber gut, komm, wir zocken gegen ihn. Spielst du Quint? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Das hört sich doch gut an. Kann losgehen. Nimm schon mal die Karten raus. Hä? Geralt, Alter, wie er lebt und lebt. Nimm schon mal die Karten raus. So, Attacke. Eine Heldenkarte bisher nur. Die kann weg. Und die ein Spion nur und eine Heldenkarte. Ja, gucken, ob wir das rocken können. Ich hoffe es. Und er passt schon. Wie mache ich das denn mal? Habe ich eine 6er-Karte? Nee, ne? 5 und 8? Okay, komm. Haben wir 13. Geht die erste Runde an uns und sind dann trotzdem noch eine Karte im Vorteil. Gucken, was wir kriegen. Ah. Ich ärgere ihn, ich setze mal die 1er Karte. Ja, er setzt wieder einen Bogenschützen in den Nahkampf, dann mache ich das so. Sowieso keine Geschütze. Er verdoppelt. Gut, komm. Ja, ich ärgere ihn mal ein bisschen. What the fuck? Er hat Cyrilla einfach mal. Ist das sein Ernst? Gut, komm. Wenn er es so haben will, bitte. Ja, er spielt auf Taktik. Er hat noch eine 10er-Karte. Ich glaub's ja nicht. Ha! Verdammt. Damit fickst du dir gerade selber ins Knie. Arschloch, Alter. Nein, verdammt. Es reicht einfach nicht aus. Ich glaub's ja nicht. Ich habe nicht nur endlich einen Gegner gefunden.
Gut, dann muss ich das anders machen. Willst du was kaufen? Willst du Revanche? Warum nicht? Nimm schon mal die Karten raus. Ich will Cyrilla haben. So. Ja, zwei Spione sind drinne. Eine Heldenkarte. Tausche ich die ein. Oh. Ja, wenigstens zwei Spione. Vielleicht Glück und ein Held kommt noch mit bei. Ja, gleich zwei auf einmal. Und abgezogen. Butz. Das dürfte man jetzt eigentlich gewinnen. Also wenn ich das jetzt noch verkacke, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich will Cyrilla haben. Sind wir schon mal auf 20. Auf 33. Er hat noch eine Heldenkarte. Setze ich die 6er, sind auf 39. Er haut Vesimir raus. Auch übrigens ein Trainer, ein Hexenmeister, der Cyrilla mittrainiert hat. Ist übrigens auch der Lehrmeister von Geralt, also der Hexenmeister. Er erfahrt ja auch alles aus den Büchern. So, sind auf 60. Er verdoppelt seine Karten. Ist auch auf 60. Gut, soll mir recht sein. Ich bin auf 76 und das kann er nicht mehr gewinnen. Sehr schön, geht dann uns. Wir spielen raus und gucken, wie hoch wir kommen, wenn wir alles ausgespielt haben. Sind schon auf 124. Er passt, zack. Sind auf 134. Setzen noch mal gutes Wetter ein, so als Gag. Perfekt. Die Revanche hat gefruchtet, her mit der Karte. Verdammt, ich hatte so auf einen Sieg gehofft. Sei es drum, du hast die Karte ehrlich gewonnen. Sehr schön. Und ist es Cyrilla? Also Ciri?
Es ist Cyrilla, very nice. Und Francesca Finderbär bekommen wir auch gleich noch mit. Sehr geil, Quest abgeschlossen. Very, very nice. Ja, die Karte gucken wir uns gleich mal an. Oh, köstlich. Sehr köstlich, finde ich richtig geil. Cyrilla gehört auch mit zur Familie der Skoyatel. Übrigens, falls ihr das nicht wusstet, also sie ist auch so gesehen der Nachkommen von Lara Dorn. So, jetzt habe ich nämlich den Namen. Und ist ein Kind des älteren Blutes, somit besitzt sie sehr viel Macht und ja, hat ordentlich Power. Gut, jetzt gucken wir uns mal an. Triff Roche in seinem Lager. Gut, das machen wir jetzt mal. Wo müssen wir da hin? Schnell an dem Ort, an den ihr auch hin wollt. So, suchen wir mal Vernon Roche. Gut, hier ist er nicht. Ach, ist der nicht in seinem Versteck oder was? Doch, ist er. Aber wo? Ach, hier hinten. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wüsima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Seid ihr dabei? Gut, ich speichere erstmal. Sicher, sicher. Oh, hier. Wir sollten ja der kleinen Vernunft beibringen. Gesund und munter. Du erwähntest ein Problem. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Oh, auch noch unbefristet. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Gut. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Er hat uns geholfen. Wir helfen ihm. Treffen wir uns in Wehlen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Ja, dann machen wir das doch. Ah, verdammt. Hä, sind wir schon eine Stufe aufgestiegen? Anscheinend, habe ich gar nicht mitbekommen. Verbrennen uns erstmal nochmal aus Freude. Ja, tatsächlich nicht tun. Kann ich das jetzt tun? Ja. So. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen an. Da drüben bleiben. Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. So, wir müssen uns beeilen. Come on.
So, geschafft. Gott sei Dank, Alter, war das knapp. Halt noch mal fest, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Rosch. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg, Krieg, dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Die Kleine trägt kein BH. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fran! Ja, ich glaube, den nehmen wir gefangen. Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Rosch. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Richtig. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Ja, komm. Rosch hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Rosch? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang-Teng. Nee, die Armada war. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Sehr schön. Freunden hilft man doch immer. Sehr gut. Ja, dann kümmern wir uns gleich um die nächste Mission. Aber ich muss erstmal meditieren. Ich bin ziemlich fett angeschlagen. So, Quest. Hauptquest noch nicht. Nebenquest. Hohe Einsätze. Meistgesuchte Frau Redanians. Fliegende Fäuste in Novigrad. Ehre unter Dieben. Das machen wir mal. Gut. Tor des Hierarchen müssen wir dann. Gut, meditiert haben wir auch. Trotzdessen brauche ich jetzt einen Schnellreisepunkt hier. Wo ist denn hier mal einer? Gut, muss ich genau umdrehen. Na, die Schwarzen machen hier erstmal nichts, Leute. Da braucht ihr keine Angst haben. So, dann mal hin da. Wir müssen uns ja hier schließlich noch eine Belohnung abholen. Und das beim Bettlerkönig. Hier ist abgeschlossen. Müssen wir nur gucken, wie wir zu ihm hinkommen. Hier nicht. Hä? Das soll hier sein, ich versteh's nicht. Hier komme ich nicht rein. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Doppelte.
Ah. Vielleicht kommen wir so weiter. Nee. Hä? Ich check das nicht. Wie soll ich da hinkommen, bitteschön? Hat nicht nach Regen ausgesehen. Oder gibt's hier noch irgendwo eine andere Zwischengasse? Zum Bettlerkönig. Oh Mann, steht doch nicht im Weg rum, ihr Eimer. Ich muss da hin, aber ich komme da nirgendwo rein. Probier mal was anderes aus. Ah. Aufmachen. So, sehr schön. So, auf jeden Fall. Müssen wir hier die Treppe nach oben oder was? Nee. Oder doch? Nee. Hä? Ach so. Na gut, alles klar. Ich will meine Belohnung haben. Ja? Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Dankeschön. Ja gut, war zwar jetzt nicht viel. Ehre unter Dieben. Machen wir jetzt noch eine Mission? Weiß ich gar nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das erstmal für diesen Part. Ich hoffe, euch hat er gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Haut rein!